Dienstag, 9.30 Uhr. Wir blicken auch heute wieder auf den deutschen Leitindex zusammen mit Maximilian Völkel. Hallo. Guten Morgen, Malte. Gestern hat der DAX den USA quasi nachgemacht. Die haben am Freitag schon sich ein bisschen erholt. Auch wir haben eine Erholung gesehen. 1,45% waren es. Jetzt schauen wir mal auf den DAX heute. Da geht es schon wieder ein bisschen bergab. In den ersten Minuten war es noch recht unentschlossen, aber jetzt sehen wir zumindest schon Verluste von 0,5%. Also die Unsicherheit und ja, scheint noch nicht raus zu sein. Genau, so eine richtige Erholungsbewegung stellt sich nicht ein. Man hat es auch heute früh in Asien gesehen. Auch da wurde höher eröffnet. Dann ist es aber auch ins Minus gedreht, obwohl die Wall Street gestern auch noch relativ freundlich war. Von daher, man muss jetzt mal abwarten. Es zeigt sich einfach noch keine klare Tendenz. Die Volatilität bleibt relativ hoch. Man sieht es einfach. Die Zinsangst ist nach wie vor im Markt. Und von daher warten wir mal ab. Gibt es denn außer der Zinsangst irgendeine andere Belastungsfaktoren momentan? Es bleibt eben dabei, der steige Euro wirkt sich nach wie vor aus. Man hat es bei einigen Unternehmen in der Berichtssaison jetzt gesehen, dass die Gewinne dadurch belastet werden. Das kommt jetzt langsam wieder in den Fokus der Anleger. Hinzu kommt einfach weiterhin die unklare Lage in der Weltpolitik. Donald Trump bleibt einfach als Risiko in den Märkten. Und von daher, es gibt einige Belastungsfaktoren, aber die meisten Unternehmen haben nach wie vor gute Zahlen. Die Berichtssaison läuft ja auch im DAX nach wie vor und die meisten Unternehmen sind auch weiterhin optimistisch. Die Konjunktur läuft gut, von daher zu stark sollten die Sorgen jetzt auch noch nicht sein. Dann schauen wir uns die Charttechnik noch mal ein bisschen an, die wichtigen Marken, Widerstände, Unterstützungen, wo muss man genau hinschauen? Genau, nach unten ist es, wie erwähnt, hier, man sieht es im Bereich 11.800, 11.900 liegt noch eine Unterstützung. Natürlich die psychologisch wichtige Marke bei 12.000 auch. Und nach oben ist 12.800, 12.900 Punkte und natürlich die 200-Tage-Linie als Trigger, wo wir bei einer Erholung wieder hinlaufen könnten, die wenn überwunden werden, dann könnte es auch wieder nachhaltig nach oben gehen. Aber man sieht es hier, es sind jetzt erstmal bis dahin auch noch 500 Punkte Luft. Und das heißt, du hältst dich jetzt auch erstmal zurück, was Neuinvestitionen in Produkte genau, angeht. Genau, wir hatten ja letzte Woche das Produkt, nachdem wir da 0 auf 0 wieder ausgestoppt wurden. Solange sich jetzt keine klare Richtung vorzeichnet, bleiben wir erstmal an der Marke, an der Seitenlinie natürlich. Und eventuell versuchen wir es nochmal mit einem Kauflimit, aber da werden wir dann zeitnah informieren, entweder in der Ausgabe oder eben wie gewohnt hier im DAX-Check. Okay, dann beobachten wir den DAX einfach weiter, schauen, was er tut und ja, blicken morgen wieder drauf. Aktuell genau. Eben 0,5% im Minus. Dankeschön für heute, Max. Danke auch. Danke auch Ihnen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin.